Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, diesmal mit Firestar und Hallo. zwar Green Hell. Das ist ein Survival Game, ja, im Dschungel, wie ihr vielleicht seht. Hat neuerdings einen Koop-Modus bekommen und deswegen dachte ich mir mal, probiere ich es mal aus. Wir haben es ein bisschen ausprobiert, immer wieder mal rumgespielt, aber es ist furchtbar, furchtbar schwer. Und deswegen, ja, mussten wir ein paar Mal neu starten. Con, schau mal her. Was? Oh, geil. Komm mal gleich, wir brauchen Steine, damit wir die Pflanze kriegen. Ja. Das muss ich sammeln. Schauen wir mal, ob das was bringt. Noch ein Nadel. Irgendwo muss doch hier ein blöder Stein sein. So ein Stein? Ich finde keinen Stein. Da ist ein Stock. Nee. Das ist ein Pilz. Das Wasser. Also kann hier auch irgendwo in der Nähe ein Stein sein. Oh, guck mal an. Das ist das Dorf. Sollen wir uns hier gleich niederlassen? Da wäre ein... Oh nein! Oh Gott. Sag nicht, du bist in die Schlange reingelaufen. Nee, aber ich dachte, ich habe ihn gehört. Deswegen war ich ganz kurz ängstlich. So, jetzt haben wir da was gelernt. Das ist super. Man lernt es nur, wenn man es findet. Eine Kohle. Eine Ach, Kohle, du bist Kohle. Schon im Dorf, oder wie? Ja, ich bin zum Dorf irgendwie hingekommen. Da ist eine Klinge. Das ist auch nicht schlecht. Ich suche gerade immer noch einen Stein. Ja, ich habe auch noch keinen Stein gefunden. Also nicht wundern, das Spiel hat von Haus aus ein paar Performance-Probleme. Das heißt, es gibt immer so Mini-Ruckler. Ist prinzipiell nicht so tragisch. Das ist auch alles, also nur die Mini-Ruckler. Weil die habe ich, die hat Firestar, die hat irgendwie jeder. Ich glaube, nee, das ist kein, das ist die andere Blüte. Hast du, ach, Knochenmesser. Ich habe das gefunden, Knochenmesser, ja. Einen Stein habe ich leider nicht gefunden. Wo war denn die Pflanze jetzt? Es war eine, ist eine sehr wichtige Pflanze. Oh, da ist schon mal Kokosnuss für Wasser. Ja, die wollte ich nämlich eigentlich auf. Aber ich finde ja keinen Stein. Jetzt. So. Dafür finde ich die Pflanze nicht mehr. Ich habe ein Speer. Craftet oder gefunden? Craftet, das ist ja einfach nur ein langer Stock. Ja, prinzipiell schon. Wo ist denn die Pflanze hin? Ich finde die Pflanze nicht mehr. Ah, ja, da ist eine, da ist eine. Hab was. Diese Pflanze, das haben wir nicht gewusst. Das habe ich erstmal im Nachhinein ewig lange rausgefunden. Das sind die Blätter, die wir zum für Bänder brauchen. Also zum Heilen dann mal. Kann ich den Speer jetzt nicht werfen, oder wie? Doch, mit mittlerer Maustaste musst du draufdrücken und dann loslassen. Was jetzt? Ich habe immer noch keinen Stein gefunden, ne? Das ist echt hart. Bleib stehen. Ein Seil. Da sind Steine. Ich habe Steine gefunden. Sammeln. Perfekt. Sammeln. Da haben wir noch ein paar Pilze, die sind auch wichtig. Weil da habe ich schon ein bisschen rausgefunden, dass die gegen Parasiten sind. Ein Stock, zwei Stock. Das ist ein langer Stock, den brauche ich noch nicht. Kleiner Stock. 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 Noch ein langer Stock. Jetzt mag ich mir erstmal eine Axt craften. Geht denn das nochmal? Hier, genau. Hier ist ein Crafting. Das war...
Das da, dann zwei Stein und ein Seil. Genau, Axt. Genau, dann musste ich nochmal. Aber um einen Speer zu craften, musstest du ja auch Steine haben. Hattest du dann Steine gefunden? Nein. Einfach einen langen Stock auf herstellen und dann schwacher Speer. Konntest du sofort machen. Achso, einen schwachen Speer. Okay, ja gut, ich habe ja einen anderen Speer herstellen. Achso, jetzt habe ich kein Seil mehr. Ja. Ach, da ist direkt ein Seil. Perfekt. Seil. Seil. Herstellen. Steinklinge und ein Seil. Ich mir auch mal schnell machen. So. Herstellen. Herstellen. Und dann brauche ich noch ein Speer. Herstellen. 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 Ja, wie ihr sie vielleicht ein bisschen seht, habe ich schon ein bisschen. Wir haben nicht viel gespielt. Ein bisschen was haben wir gespielt, aber. Weil das war. Ja, nee, das war. Wir haben ein paar Mal schon angefangen gehabt, aber wir sind halt so oft gestorben, weil es einfach wirklich schwer ist. Jedes Mal, wenn du stirbst und vergiftest und so, das ist hart. Also da hast du keine Chance, wenn du dann irgendeine spezielle Pflanze nicht findest oder sowas. Also merkt ihr, wir brauchen, was ist das für eine Pflanze? Unbekannte Kräuter. Okay. Du musst auch mal alles erst ausprobieren, bevor du es weißt. Und wenn es dann einfach... Ah, da ist dein Name. Ja, ja. Wir sind schon noch zusammen. Sollen wir mal vielleicht in das Dörflein gehen, um dann zu gucken und da craften anfangen? Warte mal schnell. Ich hab... Das bringt doch eine Zwiebel eigentlich, diese Pflanze. So. Dann halt nicht. Unbekannte Zwiebel, ja, ich habe eine unbekannte Zwiebel. Das ist wieder ein Schwein. Wir laufen gerade ein bisschen beide einfach wie in einem Dschungel rum und uns erstmal Grundausrüstung zu besorgen. Du hast doch ein Knochenmesser, oder? Ja. Komm mal zu mir her. Ich weiß nicht, wo du bist. Du warst doch da gerade noch. Ah. Ah, alles klar. Tu das mal halten und... Ah, sammeln. Schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Ah ja, tut lieber den Boden, aber okay. Oh, Knochen, 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 Fleisch, 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 alles. Naja, ich weiß nicht, ob wir so viel tragen können. Lass mal. Okay. Suchen wir uns lieber mal einen Unterstand. Sollen wir mal Richtung, Dörfchen. Dörfchen gehen. Da können wir mal eine kleine Base machen. Und wenn erst, wenn wir eine Base haben, fangen wir richtig das Erkunden an. Okay? Ja. Weil hier haben wir auch schon eine Hängematte. Da brauchen wir eigentlich nichts Großes zum Schlafen. Vielleicht noch einen zweiten Schläfplätzchen. Okay. Ja. Ah, das ist eine gute Idee. Sieht ja voll komisch aus. So, dann... In Verwendung. Na, ah, verdammt. Ein Stock fehlt mir. Naja, ah, ich habe auch keinen mehr. Hier liegen welche. Perfekt. So. Und dann haben wir hier sowas wie bei Forest ein kleines Büchlein, wo man Sachen bauen kann. Es ist nicht alles freigeschalten, vieles musst du erst entdecken. Einen Rahmen brauchen wir. Achso, das machst, hast du schon. Ups, ich gehe mal mit der Escape irgendwie raus. Damit natürlich, wenn wir das Feuer haben. So. Damit, wenn es regnet, dass das Feuer anbleibt. Baumfeld. Das wäre jetzt natürlich interessant, weil hier haben wir eigentlich ein... Was ist denn das? Das ist so ein Trockending, oder?
Ich habe hier ein bisschen Fleisch. Ich kann es hier auch drauflegen, ne? Soll ich das mal machen? Das Fleisch? Ja. Ich habe das Fleisch mal da draufgelegt. Wir haben eine Uhr übrigens, was uns anzeigt. Das sind Wasser, Kohlenhydrate, also blaues Wasser, gelbes Kohlenhydrate, rotes Protein und grünes Fett. Wir müssen auf alles achten. Jeder Lebensmittel bringt was anders. Und ja, das ist gar nicht mal so blöd, nicht schlecht. Sehr interessantes System. Also mir gefällt es sehr gut, aber es ist halt wie dementsprechend sehr schwer. Ich mag jetzt mal. Allgemein schwieriger als The Forest eigentlich. Genau, eigentlich schon. Also The Forest ist dagegen wirklich leicht. Also ich bin noch nie so oft gestorben in dem Spiel. Also Forest bin ich nie gestorben eigentlich. Ganz, ganz selten. So. So, und da kommt noch Dach drauf. Weiß jetzt gar nicht, ich mach mal das. Sammeln. Ah ja. Sammeln. Ah ja. Wunderbar, dann lassen wir das erstmal so. Hast du ein Dach, was hast du genommen? Bananen oder? Banane. Banane. Ich finde irgendwie, Banane schaut dichter aus als wie das andere. Ich glaube, das macht Also keinen Palme. Unterschied. Ich würde eher mal drauf gucken, was in der Umgebung gerade ist. Bananen. Gut, ich habe hier Palmenblätter, aber egal. Wenn du Bananen findest, ist alles super. Ich hole mal ein bisschen. Das braucht man. Das ist trockenes Blätter. Das sind trockene Blätter. Die brauchen wir dann zum Feuer machen. Deswegen organisiere ich die schon mal. Die nehme ich alle mal mit. So viel was geht. So. Und dann lege ich die einfach mal hierher. Ein Vogel. Könnte eventuell sein, dass die trocknen. So. Dann braucht man C herstellen. Muss schneller nehmen. Sammeln. Brauchen wir. Neuer Eintrag, Dreck. Erstellen. Wie schaut's aus? Okay, dann mache ich mal mein Menü. Trinken. Woher hast du schon trinken? Die Kokosnuss vorhin. Ach so. Noch zwei. So. Perfektus. Ich baue doch noch ein Bett. Okay. Hey, hier liegen Ja. doch Bananenblätter. Warum hast du nicht einfach die genommen? Nee, die habe ich nicht gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die können wir schon noch mal hernehmen. Dann ist hier ein schönes Ding. So, magst du neben dem Lagerfeuer schlafen oder magst du hier schlafen, wenn es überhaupt geht? Müsste man mal gucken. Warte kurz, ich mach mal hier Tab und Tagebuch. So, das ist ja, glaube ich, da unten. Drehen. Okay, hier geht's anscheinend nicht. Ach, Du hier kannst es geht's. nicht da reinsetzen. Da drin nicht, weil da eben dieser Teppich liegt, aber ich habe es daneben gesetzt. Es geht einigermaßen. Palmenblätter. Ja, ich habe mir gerade eine Palme gefällt. Ja, wunderbar. Nehmen hier noch ein paar Seile mit, aber man weiß ja nie. Und das. Oh ja, das sind Bananen. Ja. Nice. Und ganz viele Bananen mitnehmen. Die bringen nee, die bringen Kohlenhydrate, glaube ich. Hast du? Da ist noch ein Pilz. Oh, da ist noch mal die Brauma.
will das da. Nein! Doch. Ich will das da. Jetzt unbekannter Pilz. Unbekannter Pilz, die nehmen wir mit. War nochmal ein unbekannter Pilz. Ja, die Ruckler, mit dem muss man sich halt ein bisschen abfinden in dem Spiel. Ist halt noch nicht so stabil, das Spiel. Leider. Jetzt ist das Bett gebaut. Ja, perfekt. Ja. Da haben wir Bett, Lagerfeuer. Ging doch schon mal. Ist doch schon mal ein besserer Start wie sonst immer. Ja. Ich bin schmutzig. Feuer. Jetzt bin ich schmutzig. Jetzt muss ich mich mal. Sehe ich unten links übrigens, dass ich schmutzig bin. Hier war, glaube ich, Wasser. Da muss ich mich waschen. Erweitert, waschen. So. Du hast dein Fleisch zum Trocknen gehangen, gell? Ja, das ist beim Trocknen. Ja, dann tue ich nämlich schnell mein Fleisch braten. Ich schau mal, was so eine Kokosnuss erweitert essen. Und dann lege ich die einfach mal hierher, so. Hat mir das gebracht? 10 Fett und 5 Kohlenhydrate. Kann ich die zweite eigentlich auch essen? Genau. Ich habe hier mal die 2 Kokosnüsse-Schalen dahin gelegt. Da regnet es jetzt rein und dann können wir da ein bisschen was trinken. Käfigfalle, was? Hä? Weil ich gerade eine Falle gefunden habe. Wo hast du eine Falle gefunden? Ah, bei die Bananen. Will ich sehen. Wie schaut die aus? Wie so ein kleiner Käfig. Ach, das da. Ist ja verrückt. Da müssen wir bestimmt irgendwas reinlegen. Da kann ich eine Banane reinlegen. Ich kann da alles reinlegen. Ja. Und dann wissen wir, ob irgendwas. Irgendwas, was essen denn? Naja, was könnten da rein? Das sieht ja aus wie so ein ganz kleiner Käfig. Was passt denn da rein? Eine Schildkröte war da drin. Ah, ja, stimmt. Was essen die denn? Sammeln. So. Ich ein paar Federn. Ich will auch mal. Hast du beides? Ah ja, du hast schon beides voll. Dann tue ich das Fleisch dann noch. Ja, aber ja, warte, die Larve ist eh gleich fertig. Die dauert nicht lang. Gut, zum Trocknen ist blöd, wenn es immer regelmäßig. Ist natürlich blöd, wenn es regelmäßig regnet. Vielleicht muss man über das Trockengestell mal. Ding bauen, meinst du nicht? Ich weiß ja nicht. Komm auch. Ich mach mir mal auch schnell Kokosnussschalen. Ja, wo ist denn die zweite eigentlich? Was? Ich hab 2 Kokos. Hab ich die andere wieder. Hä? Wir müssen 2 Kokosnussschalen legen. Hast du eine aufgehoben? Nein, ich habe keine genommen. Ich habe jetzt meine da beim Baumstamm hingelegt. Hast du da eine Axt hingestellt? Wo? Da? Nee. Oder was meine? Man kann da Sachen hinstellen? Ja, anscheinend. Ich habe gemeint, ich habe sie aus Versehen weggeworfen. So, ich habe meine mal zu deiner gelegt, aber irgendwie fehlt eine Schale, die ist anscheinend weg. Mhm. Die ist despawned. Das passiert okay. Da noch oft. Jetzt seht ihr da unten so eine Lupe, das heißt ich. Oh, ach du Scheiße, ich habe richtig viele Igel. 1, 2, 3. Alter, ich habe richtig viele. 4, 5. Alter, so viele? Woher habe ich so viele Igel? Blutigel. So, passt. Dann muss ich mal craften. Ich probiere mal ein bisschen aus jetzt. Kann man damit? Da kann man doch bestimmt. Nö.
Irgendwelche Kräuter. Ich habe doch bestimmt irgendwelche Kräuter irgendwo. Nee, ich habe keine Kräuter. Das sind doch Kräuter. Pilze reintun? Auch nicht. Also ich tu mal schnell schlafen. Warte, ich schlaf damit. Warte kurz. Hab ich denn... Ich mag nur gucken, ob ich ganz kerngesund bin, weil erst dann hast du einen ruhigen Schlaf. So, dann gehen wir mal schlafen. So. Vielleicht überleben wir ja dann den ersten Tag. Das wäre mal eine Sensation. Wenn wir ohne Vergiftung, ohne Krankheit. Jetzt ist zwar Nacht. Plus 3, ruhiger Schlaf. Nice. Ein ruhiger Schlaf. Aktualisiert. Genau, dann haben wir den Respawn-Punkt. Dann wie schaut F aus? Ich habe Durst. Bisschen Fett und so. Ich tu mal die Zwiebel da rein. Ich habe jetzt eine Zwiebel, die brate ich mal, die Zwiebel. Ja. Und noch eine Schnecke. Ein paar Stöcke, die musst du noch aus Feuer drauf tun. Also wir haben mal keine... Ach so. Einfach nur Stöcke auf die mittleren Punkte. Ja, ja, ich sehe es schon. So, perfekt. Ich glaube, das reicht, oder? So. Nee, nee, du bist halt das Hellgraue weg ist. Mann. Dann ist es am besten, dann hält es am längsten. Ich habe keine mehr. Muss mal rumgucken. Dann hau ich mal hier das kaputt. So. Genau in die falsche Richtung. Danke dir. Sammeln. 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 Baumenü? Geht's nicht? Nein? Okay. Sammeln. Okay, dann tun wir da auch nochmal sammeln machen, weil aus langen Stöcken kriegst du normale Stöcke und wenn du die sammelst, die normalen Stöcke, dann kriegst du kleine Stöcke. Das ist ganz cool gemacht eigentlich. Ja, ideal mittig platziert. Habe ich natürlich gerade die weggehauen, die großen. Meinst du, das bringt was? Probier was aus. Hätten wir das vielleicht das Trockengestell? Meinst du, das hätte vielleicht über ein Feuer was gebracht? Nee, muss eigentlich nicht unbedingt, oder? Weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange es auch dauert zum Trocknen. Das ist dies. Ja, da lief ja eigentlich eine Zeit. Das Hellgrau ist ja immer die Zeit, was es braucht. Mhm. Ja gut, dann kann es schon sein, dass man vielleicht, wenn es regnet, dass es irgendwie zurückgesetzt wird. Was brauchen wir dafür eigentlich? Was standen da? Oh. Wir hatten eben 4 Holzscheide. Lange Stöcke, 4 an der Zahl. 1, 2 und ein Seil noch. Haben wir meine schöne Axt. Super. Ich brauche jetzt ein paar wieder Steine, weil ich meine Steine letztens Steine gerade verwendet. Stock. Ist leer. Gut, dann nehmen wir aber den mit. Und den mit. Also ich habe 2 Holzscheitel. Ja. So. Und so. Guck mal, die langen Stöcke auch, weil die können wir auch gebrauchen. Später dann. Na, da ist noch ein langer Stock. Ich glaube, unser Fehler war einfach auch am Anfang, dass wir immer gleich rumgelaufen sind. Ja. Und immer gesucht und gesucht und da haben wir einfach nichts gehabt. Und ich glaube, so kannst du wenigstens... Oh, das sieht schön aus. Sieht das schön aus. So kann man wenigstens ein bisschen Anfang haben. Hast du 2? Ja. Ja. Gut, weil ich habe dann hier 2 lange Stecker. Die hau ich gleich rein. Hast du da noch 2 lange Stecker? Ja, müssten eigentlich auch rausgekommen dabei sein. Ich merke mir mal die Koordinaten. Ich schreibe die mal auf, okay? Ja. Ein Stift und ein Zettel. Weil anders verläufst du dich so furchtbar schnell.
Ah, langer Stock. Und 26 Grad Süd. Falls wir uns mal verlaufen. Perfekt, dann brauchen wir hier die Seile. Hier noch ein Seil. Da noch ein Seil. Oh, wieder ein Bananendach, oder? Ja. Ups, eins ist zu weit. Ach nee, guck. Hm? Ich kann das nicht platzieren. Oh. Warum? Keine Ahnung. Hä? Weiß ich nicht. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, auch nochmal, ob vielleicht das bei mir geht. Nee, Tatsache. Ja gut, dann geht es halt nicht, ne? Aber wenn wir es schon mal da haben. Magst du Wände ziehen, oder wie? Ja, dann schaut es irgendwie realistischer aus, oder? Kannst, da kannst du es auch nicht machen. Nach, ah ja, ach, da geht. Kannst du eins machen. Achso, das ragt vielleicht rein. Hinten? Warum ist es gelb? Warum ist es. Was heißt gelb? Kannst du das bauen? Nochmal? Weiß? Pflanzen schneiden steht da. Du musst die Pflanzen wegmachen. Nee, immer noch nicht. Wilde Pflanze. Geh da weg. Jetzt? Da, schau nochmal. Pflanzen schneiden. Jetzt. Lol. Hey, krass. Ja, gut, dann haben wir es halt so, ne? So ist okay. Jetzt brauchen wir da ganz viele lange. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh aber Gott. Irgendwie, das Blöde ist nur. Die sind halt dann durchsichtig. Ey, da vorne darfst du nichts. So, ist das ein Eingang oder was? Das ist ein Eingang, ja. Sollen wir oder sollen wir nicht? Nee, lass da offen. Okay. Nur die zwei rechts, die sind okay. Oh, es regnet. Perfekt, weil ich habe eh wieder Durst. Mal da mal ein bisschen, das lasse ich mal auf. Oh, wobei, trink mal einmal. Brauchst du auch was zu trinken? Warte, ich schau gleich. Ich mag über die Hälfte mindestens haben. Ah ja, ich hatte Kokosnuss auch noch zu trinken. So. Ja, dann hole ich mal lange Stecker, schauen wir, ob ich da was rauskrieg. Okay, das sind nur normale Stöcke rausgekommen, leider. So, habe ich auch keinen Platz mehr. Stock, 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 Stock. Gut, dass du Stock sagst. Mhm. Feuer. Ja, die gekochte Zwiebel nehmen. Würde mich jetzt mal interessieren, was die gekochte Zwiebel bringt. Soll ich die mal essen? Es gibt Palmenharz. Sieht fast. Essen? 60 Kohlenhydrate und 5 Energie. Nice, also die bringt richtig Kohlenhydrate. Ich glaube, Kohlenhydrate ist das Einfachste, weil Bananen und Zwiebeln bringt schon ganz schön was. Also. Ich brauche aber bald wahrscheinlich Proteine und Fett. Das ist mein Ding. Fleisch. Nimmst du Fleisch? Stimmt, ja. Bin mal gespannt, was das getrocknete Fleisch bringt. Ich speichere mal. Oh Gott. Ich muss mich mal untersuchen. So. Mach mal. Darauf. Ja, will ich überschreiten. So. Ich traue mich jetzt mal ein bisschen raus. Also hier in diese Richtung. Richtung, warte. Ich laufe jetzt nur Richtung Norden. Ja. Ich laufe auch nicht weit. Aufpassen auf Schlangen.
Ja, ich versuch's. Ich suche mal, ob ich irgendwelche Pflanzen oder so finde. Ein paar Maden. Was für eine Pflanze? Unbekannte Frucht. Tabakblüten. Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Das ist nicht toll. Herstellen. Herstellen. Da liegt ein toter Vogel. Das ist gut für Fleisch. Ich habe eine unbekannte Frucht. Ja, die unbekannten Früchte sind immer so ein bisschen zwiegespalten. Die bringen immer irgendwas, aber irgendwas haben die immer bringen die immer mit sich. Tja. Richtig. Aua, was war denn das? Du hast ganz ein komisches Geräusch gerade gemacht. Das hat richtig weh in den Ohren. Ich habe mich nur gekratzt schnell. Ach, bist du wahrscheinlich gegen das Mikrofon gekommen, oder? Kann schon sein. Oh Gott. Richtung Nord immer noch. Das Richtung Norden ist anscheinend nicht so viel. Okay. Oh, da sind wieder ein paar Pilze, die sind gut. Die nehmen wir mit. So. Also weiter Richtung Norden kann ich nicht, weil da ist ein Berg. Dann gehe ich vom Berg aus Richtung Osten. Man muss sich hier echt versuchen zu orientieren, weil... Okay, was ist hier? Alles klar. Siehst du, jetzt habe ich da unten wieder die Lupe. Dann kann ich ja jetzt mich mal wieder untersuchen. Bestimmt irgendwo ein Blutigel. Ah ja, da haben wir 3 Stück davon sogar wieder. No. War da auch welche? Nö. Perfekt, dann gehen wir weg. Also große Bäume kann man anscheinend gar nicht fällen. Nee, ganz große Bäume nicht, also die normalen. Ja, das ist ja auch Cancer Forest, ne, also. Hier ein bisschen aufpassen. Hier ist ein... Oh, da sind gerne mal Schlangen rum. Auf solche Plätze. Ich glaube, diese Plätze, die immer so ein bisschen da sind, ich glaube echt, dass die dafür gemacht sind, dass du da eben, ja, haust immer. Hier jetzt echt nur ein langer rausgekommen. Scheint wohl so. Das ist ein Wasserfall. Oh. Und Höhlen, glaube ich. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Da sind immer irgendwelche Viecher drin. Skorpione. Jetzt da hoch. Ah, jetzt. Da ist schon ein Skorpion. Not gut. Machen wir Speer wieder. So. Nehmen wir den mal. Habe ich jetzt, was mich interessiert? Hier habe ich keinen Platz mehr, ne?
Weil ich bräuchte wahrscheinlich noch ein paar Pilze, die nehme ich noch mit. Was ich mir halt vorstellen könnte, dass ich eine Spitzhacke oder so brauche in der Art. Ja, brauchst du auch. Brauche ich. Ja. Ist aber blöd, weil wir haben nur 4 Plätze, oder? Ja. Das ist ja voll doof. Was hau ich dann weg? Aber da ist doch noch ein Platz eigentlich. Finde ich schon ein bisschen frech irgendwie. Schwache Fackel. Ja, ich mag jetzt mal was ausprobieren. So. Und zwar bin ich jetzt hier. Kann ich dann hier herstellen? Knochenhaken. Keine Ahnung wozu. Müsste man mal reingucken ins Tagebuch, für was das Knochennadel. Knochenhaken, Knochennadel. Ah, kann man damit dann vielleicht die Parasiten rausschneiden? Boah, das wäre so geil. Oh. Das wäre wirklich nice. Hast du gerade einen Bogen gemacht? Jo. Dann. Und. Herstellen. 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 Okay, also anscheinend. Herstellen. Herstellen. Knochennadel herstellen. Nehme ich mal 2 davon. Herstellen, herstellen, herstellen. Herstellen. Ja. Das könnte ich mal sammeln. Offenweise Federn gerade, die ich eigentlich nicht benötige. Ich habe mir nämlich gerade ein bisschen Pfeile gemacht. Ja, dann kannst du ja mal meine Federn verwenden, oder? Jo. Da kann ich eine Steinklinge reinhauen. Kann man eigentlich dann auch Werkzeug aus Knochen bauen? Nicht, oder? Stimmt. Aber mit Knochen habe ich es jetzt nicht geschafft, ehrlich gesagt. Herstellen. Wenn ich da jetzt einen Knochen reinsetze, warte, jetzt pass auf. Noch beide noch. Was. Herstellen, herstellen, herstellen. Noch mal wieder herstellen. Vielleicht ein Seil. Noch ein Seil? Nö. Also irgendwas kann ich anscheinend. Vielleicht noch ein Knochen? Knochenaxt. Wow, nice. Ich kann eine Knochenaxt machen. Kann ich auch. Wie macht man dann, wenn ich eine Knochenaxt machen kann, kann ich vielleicht auch eine Knochenspitzhacke machen? Vielleicht gedacht mit Knochennadel, aber Knochennadel ist wahrscheinlich zu schwach, ja. Hm. Aber vielleicht mehrere Knochennädel? Aber wie machen wir dann das Knochenmesser? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber wir haben doch ein Knochenmesser, müsste doch im Heft stehen, oder? Pfeil, Bogen, Knochenmesser, Knochen und Seil. Okay. Alles klar. Axt, Fackel, und ein Steinaxt. Ja, wahrscheinlich ein Stein und ein Seil oder sowas. Jetzt probier's mal. Ja, Stein? Nein. Knochenhaken. Steinklinge. Ach, 2 Steine. Okay. Nein, 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 nein.
Schlange? Skorpion? Nee, das ist irgendein Lurch oder sowas, aber der geht die ganze Zeit voll auf mich. Also irgendwie... Hab's jetzt mal getötet, schauen wir mal. Wahrscheinlich ein Leguan. Meinst du? Kein Platz mehr. Ich glaube, ich werde da mal diesen vierzackigen Speer wegschmeißen. Wenn ich jetzt... ich brauche eine Spitzhacke, jetzt schauen wir mal. Crafting? Geht eine Spitzhacke eigentlich? Dann brauche ich irgendwie das da, dann... Ein Seil? Und glaube ich, was war das? Ich glaube, eine Steinklinge. Ein Steinmesser ist wahrscheinlich die Steinklinge. Also... Ja, ich habe jetzt schon eine Steinklinge. Einfach zwei Steine waren das. Wenn ich statt den Stein hier einen Knochen reinhaue? Oder warte. Nö, das geht nicht. Ich mache jetzt einfach Spitzhacke. Schauen wir mal. Alles klar. Dieser Moment, du hörst eine Schlange, aber du siehst keine Schlange. Ja, einfach weit wegrennen. Geh mal in die Höhle rein. Ja. Ich tu mal noch so ein Viech töten. Welches Viech? Ja, dass ich auch Knochen bekomme. Ich bin gerade so vorsichtig, ich habe gerade so Angst. Eisenader. Ich kann das nicht abbauen. Doch jetzt. Ruhig bleiben, Mädels. Ruhig bleiben. Einmal hat es funktioniert. Jetzt funktioniert es. Ich will da gar nichts tun. Eisenerz, Eisenerz. Eisenerz ist ja mal mega nice. Wo habe ich Eisenerz? Da, Eisenerz. Herstellen. Was kann ich mit Eisenerz machen? Schmelzen. Das muss man schmelzen? Da brauchen wir wahrscheinlich dann den Lehmofen. Oder? Das kann sein. Das kann sein, ja. Duzi, duzi, duzi. Müsste ich doch noch mitnehmen können. Ah ja. So, ich komme mal langsam wieder zurück. Ja. So, was habe ich gesagt? Ich bin nach Osten gelaufen, ne? Dann laufe ich jetzt nach Norden. Ja, und dann nach Osten, weil ja die Wand kam. Deswegen erstmal nach... Das habe ich dann überhört. Nach Westen, so gesagt. Da ist ja dann so gesagt die Steinwand, genau. Von der Steinwand aus musste ich nach ungefähr nach Westen. Halt, da war irgendeine Frucht. Unbekannte Blume, nehme ich mit. Seil kann man immer gebrauchen, es ist immer voll halten. Wo seid ihr denn? Da. Laufen wir da mal schön zurück. Weil ich muss bald wieder schlafen. Kein Platz mehr. Oh nein. Bekannte Kräuter. Oh ja, ich muss auch schlafen. Bräuchten wir irgendeine Kiste oder sowas? Haben wir schon die Kiste freigeschalten? Nee, ich glaube nicht. Die müssen wir erstmal suchen. Müssen wir erstmal finden. Das ist ja süß. Ah ja, okay. Und dann von hier aus, glaube ich, ungefähr...
Nach Süden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit ich gelaufen bin von da aus. Das ist natürlich jetzt schlecht, ne? Was habe ich gesagt? 26. 26,5 und 46 West. Ja gut, dann muss ich noch ein Stückchen weiterlaufen. Noch ein bisschen. Oh, die würde ich gerne mitnehmen. Das ist immer gut. Eine Kokosnuss. Ah, schau er noch an. Okay, interessant. Ich habe den Durchgang gefunden mit den Händenabdruck. Ah. 46 und dann Süden. Also muss ich da lang. Glaube ich gar nicht mal so weit weg von uns. Nee, ist sau nah von uns. Ist ja nice. Okay, cool. Ich habe echt zurückgefunden, dass es geht, wenn du ein bisschen drauf achtest, geht's. Oh, ein bisschen Wasser. Wie schaut's aus mit meinem Wasser? Könnte ich mal wieder was vertragen? Trinken. Aber ich trinke jetzt von meiner... Trinken. Weil ich dann die sammeln kann. Dann kann ich die auch essen, weil die bringen mir Fett und Kohlenhydrate. Und Fett und Kohlenhydrate. Hallo. Brauche ich genauso? Essen. Essen. Und dann kann ich die da mit dahin stellen. So. Du sollst dich nicht mal prügeln, das höre ich doch genau. Entschuldigung. Wie schaut es mit dem getrockneten Fleisch aus? Kann man das so langsam mal... Ne, immer noch alles roh. Alles roh. Aber ich hau jetzt mal was auf den Grill. Ja, da habe ich, glaube ich, auch noch Fleisch von mir drauf. Ja, da ist noch eine Schnecke. Du musst aber darauf achten, wenn du es zu lange da liegen lässt, liegt es lange am Boden und dann kommen Parasiten rein. Schnecke habe ich nicht. Oder habe ich die schon wieder aufgenommen, das andere? Achso, da liegt doch eine Schnecke da drin. Verbrannt. Siehst du? Ich zerstöre es mal. Ich habe das Aare-Fleisch gerade hingelegt. Ist aber auch fertig. Verbrannt. So, man muss es bestätigen irgendwie. Zerstören, bestätigen. Ich habe mal die Schnecke ver... Nee, hier ist nichts anderes. War nur die Schnecke drin. Ja, das andere habe ich ja gerade schon genommen. Okay. Ich hau hier mal Fleisch drauf. Kein und Platz. Skorpion. Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn wir einen Skorpion essen, ne? Normalerweise, Proteine. Also normalerweise kann man Skorpione essen. Also das weiß ich wirklich. Nähe zum Feuer. Plus 2 Gesundheit. Das ist nice. Das ist sehr gut. Was fehlt mir denn noch? Wasser geht. Fett, Proteine brauche ich bald. Proteine. Wo kriege ich Proteine her? Brauche ich Nüsse eigentlich, glaube ich. Nee, Nüsse waren Fett. Schau mal, wo kamen Proteine her. Ich muss mal gucken. Es war doch in diesem einen Heft, stand das mal drin. So. Die beste Eiweißquelle ist Fleisch. Ach so, okay. Müsste ja dann bei dem dabei sein, wenn es durchgebraten ist. Gekocht, erweitert, essen. Oh ja, 24 Proteine. Sehr schön. Richtig gut. Richtig gut. Wasser auch. Dann trinke ich noch mal ein bisschen was. Ups, ich mag immer... Oh, noch einmal was trinken. Ja, das geht. Proteine wären noch ganz nice gewesen. Ich esse jetzt mal den Skorpion. Mhm.
3 Proteine, also nicht so viel. Aber geistige Gesundheit geht ordentlich zurück. Ja klar, ist genauso wie bei den Larven. Geistige Gesundheit habe ich aber wiederbekommen, weil ich in der Nähe vom Feuer war. Na, heiß. Oh, da kann ich ja nochmal was trinken, richtig? Wenn es jetzt eh anfängt zu regnen. Oh, Wasser bin ich gleich voll. Ich schränke mich gerade so an, damit alles richtig gut läuft. Ich versuche, richtiges System dahinter zu kriegen. Es ist eine gute Idee. Die Frau ist nicht blöd, ich sag's da. Die Blätter einfach hier zu stapeln. Ja, ich hab's jetzt einfach mal gemacht, weil ich auch Platz brauchte. Ja, das ist nicht blöd. Wenn das nicht despawnt, ist das Hammer. Naja, solange bis wir halt die Kiste haben. Ich hoffe, dass es nicht despawnt halt. Ich muss mich ausruhen. Okay, ich würde schlafen gehen. Ja. Ich kann auch schlafen. Denke ich. Müsste super hinhauen. Komm, schläfst du auch, oder? Ja, ich weiß nicht, wie viel Uhr ist es denn? Warte, das kann ich dir gleich sagen. Es ist 18.20 Uhr. Ja, muss mich nur schon untersuchen. Genau, nimm alles ab. Du darfst nichts haben, weil sonst kriegst du einen unruhigen Schlaf und dann kriegst du minus geistige Gesundheit. Voll Magen habe ich auch noch. Oh, perfekt, dann lege ich mich mal hin und schlafe. Du schläfst auf dem Boden, ich in der Hängematte. So soll's sein. Also der Schlafrhythmus von uns ist echt ein bisschen blöd, den müssen wir uns irgendwie mal abgewöhnen. Tja. Oh, Feuer geht gleich aus. Unbekannte Frucht getrocknet. Geh gleich mal zum... Unbekannte Frucht getrocknet. Achso, getrocknet, 2 Stück, okay. Weiß ich natürlich jetzt nicht. Ah nein, die ganzen Pilze sind verdorben. Muss ich mal alle wegschmeißen. Geh mal woanders hin und schmeiß die mal weg. Verdorben. Alter, alles verdorben. Also Pilze kann man nicht sammeln, leider. Aber die hast du auch eigentlich relativ viel. Ja, das stimmt. Aber so ein kleiner Vorrat wäre schon ganz nice gewesen, weil es ist so ein paar irgendwelche, die gegen Parasiten helfen oder so, dass du die einfach mal da hast, falls du dir mal einen Parasiten einfängst. Weißt du, wie ich meine? Naja. Seil. Stein. Stein. Wie schaut es jetzt mit den Getrockneten aus? Oh, bald ist es fertig. Alter, wenn das richtig was bringt, das wäre richtig nice, ne? Schaut es eigentlich beim... Nein? Werten aus? Oh, Protein. Ich brauche mal wieder richtig Protein. Sammeln. Palmherz. Da liegt hier Zeug. Ja, das habe ich gerade hingelegt. Ach so. Hast du gerade hingelegt? Sorry, habe ich irgendwie nicht überrissen. Weil das so unter der Asche liegt, das ist das Merkwürdige. Ja, ich weiß auch nicht warum. So, ich schaue nochmal. Man kann ja, wenn ich da ein Blatt verbannt habe, dann steht da noch ein offenes Ding. Und ich weiß nie genau, wozu das da ist. Sammel da einfach mal was. Hat mir das jetzt gebracht? Unbekannte Frucht. Erweitert. Kann ich da jetzt theoretisch eventuell das Frucht reinhauen? Was denn? Ja, man kann was anpflanzen. Anpflanzen. Man kann da eben was anpflanzen, aber du musst es anscheinend eben gießen. Oh. Ja, dauerhaft gießen, oder? Aber ich weiß nicht, wenn es regnet vielleicht? Vielleicht geht es auch, ja. Ich glaube, aber ich weiß sogar, Bananen oder sowas anpflanzen. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht Bananen? Ich habe jetzt da diese Tabakblüten einfach mal rein zum Probieren. Oh ja, Tabakblüten sind gut, weil Tabak, glaube ich, bringt gegen vergiftete Wunden oder sowas, habe ich gehört. Habe ich Tabakblüten? Wäre mal nice.
Hier? Tabakblüten getrocknet. So. Und. Ja, nicht kombiniert werden, probieren. Verstehe aber nicht ganz. Gut, dass es regnet, ich hab Durst. Wie kann man. Muss mal. Eier trinken müsste ich. Ja, wobei, es geht sogar. Nee, meiner hat schon gejammert gehabt. Apfelschnecke. Ich muss mal das Fleisch draufhauen, bevor es schlecht wird. Ja. Schau mal wieder ins Buch rein. Aha, geistige Gesundheit. Bekannte Behandlung, okay. Dreck, reinige deinen Körper. Okay, mehr Krankheiten haben wir noch nicht erforscht. Dingen, Fäuste, Speere. Kann man das leveln oder? Ach, das levelt man. Was? Was levelt man? Man levelt Faustkampf, Klingenkampf, Äxtekampf, Speerkampf. Handwerk, Feuer machen, Kochen, weil Kochen habe ich jetzt ganz schön viel. Das heißt, da steht schon 11 von 100. Bogenschießen, Werfen, Fischen, Tiere ausnehmen, habe ich halt 1 von 100. Ach nee, oder ist es, wie oft man das schon gemacht hat? Weiß ich jetzt gar nicht. Einfacher Verband, mhm. Unbekannte Kräuter. Aber getrocknete Blüten können kleine Insektenkasten gepflanzt werden. Wurzel? Kann man eventuell, warte, vielleicht muss man ja eine ganze Blüte reinhauen. Habe ich jetzt keine? Warte, wenn ich da jetzt schon welche aufnehme. Langer Stock, kleiner Stock. Das und. Das? Das geht auch nicht. Blattverband herstellen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich baue mal schnell eben so ein Stocklager. Ich weiß einfach nicht weiter, verdammt. So, ich war mal ganz kurz AFK. Sorry. So. Aber wir müssen die Folge eh bald beenden. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde und ich glaube, das reicht fast für eine, Pilotfolge. Ich glaube, die Folgen werden eh alle so lang. Ja, das glaube ich auch. Ein bisschen trocknet unbekannte Eile hast du auch hingeschmissen. Ja, die mussten auch mal kurz weichen. Oh, mein Fleisch kocht. Ist Essen. Das nicht gerade? Ah, oh, perfekt. Proteine. Kohlenhydrate kann ich auch mal gebrauchen. Die Bananen sind immer lang gut. Deswegen esse ich die einfach mal alle. Unbekannte Frucht. Soll ich die essen? Ich esse die jetzt einmal mal. No, bad idea. Oh, die war nicht so gut. Nope. Lebensmittelvergiftung. Nice. Tagebuch ja. Lebensmittelvergiftung. Schau ich mal nach. Was steht da alles drin? Tabak. Essen ist eigentlich immer. Tabak, getrocknete Blüten können angepflanzt werden. Unbekannte Zwiebel, Palmherz, Kern. Anpflanzen, Regen hilft tatsächlich bei Gießen. Okay, nice. Haben sie dran gedacht.
Psychotria, eine der Zutaten von Ayahuasca. Alles klar, okay, das sagt mir ja viel jetzt. Aber ich wollte gucken wegen Lebensmittelvergiftung. Ja, für zu viel Erbrechen. Erbrechen führt zu Verlust von Mengenelementen. Ein Lebensmittelgewürf vom Körper wird mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen Anti-Lebensmittelvergiftungseigenschaften beschleunigt den Heilungsprozess. Ja, gut, habe ich. Jetzt weiß ich nicht, ne? Oh, Feuer kann. Wünschte Aufmerksamkeit. Ein Steinring. Okay. Guck mal, wir hätten uns einen eigenen Steinring machen können. Ja, habe ich auch schon gesehen. Okay, krass. Dann ist es wieder verdorben. Ja, natürlich. Dann zerstören wir das mal. Oh, ich brauche wieder Proteine. Verbrannt. Dann zerstöre ich das auch mal. Du musst mal, wenn du was drauflegst, musst du es auch essen, weil sonst bringt das bei nichts, ne? Ich habe gerade nichts drauf. Das ist ein Parasiten. Hier Lebensmittelvergiftung. Unbekannter Pilz. Esse ich einmal mal, was soll's. Ah ja, 5 Kohlenhydrate. Bringt was. Ah, ich muss wieder kotzen. Ja, toll. Danke für nichts. So. Ich hau da mal Larven drauf. Wie schaut das jetzt eigentlich mit unserem getrockneten Fleisch aus? Immer noch nicht. Ha, Gott sei Dank, dauert das lang. Was hast denn du da? Oh. Du sammelst lange Stöcke. Halt dafür. Ja, ich mach das so ein Stocklager bisschen. Auch fürs Feuer dann eben. Ja, ich habe meine mal dazugelegt. Es ist jetzt fertig. Nee, ich habe meine kleinen Stöcke da mal in einen kleinen Stock halt da dazugelegt. Oh, ich muss die Banane. Kann ich schon mal essen? Essen. Schaut das mit den Larven aus? Gekocht. Essen. Oh, nicht voll ins Feuer gekotzt. Na, lecker. Danke. Essen. Und essen. I'm so hungry. Irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Ich muss mal ein bisschen Wasser trinken. 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 F. Noch mehr trinken. 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 F. Okay. Oh, ich muss langsam mal ein bisschen was essen. Vor allem Fleisch. Hast du irgendwas in dir dabei, was ich essen kann, was Proteine oder Fett oder so bringt? Leider habe ich gerade nichts. Ich hätte halt noch Larven, aber die bringen gleich noch Kohlenhydrate. Die sind verdorben. Oh, ich muss wieder sammeln gehen. Ich bin gleich. Out of order bin ich gleich, wenn es so weitergeht. Ich hätte noch Kokosnussfleisch. Ja, ich weiß nicht mehr, was die bringt, aber ja. Fett. Das muss ich essen, das bringt auch was. Hab's da hingelegt. Jo. Essen. Oh, perfekt. Fett und Kohlenhydrate, genau das, was ich brauche. Ah, ja. Geht's einfach gar nicht gut, ne? Ja, mei, wenn du auch wieder alles essen musst. Ja, irgendwann müssen wir ja wissen, was das bringt, oder? Es hilft einfach nichts. Maden, ich... Oh, jetzt kotze ich ins Wasser. Mh, lecker. Trinken. Ich habe gerade am Arm gesehen. Ich habe wieder Blutigel. Hm? Ich habe wieder Maden. Nee, Maden nicht. Blutigel meine ich. Hier was? Nope. Hier irgendwas? Nope. Hier irgendwas? Nope. Lassen. Wir brauchen irgendwie Fleisch oder sowas. Hilft ja, ich nix. Will gleich eh nochmal jagen. Ja, aber jetzt bald, weil ich kipp bald um, wenn ich jetzt nicht bald irgendwas habe. Unbekannte Frucht verdorben, okay. Herstellen. Oh, Fleisch, bitte werd fertig. Ich glaube, ich muss einmal Fleisch nehmen und einmal in das Ding reinhauen. Hilft nix. Aufs Feuer. Ja, tu das. Ja gut, hilft nix, muss das sein.
Fleisch ist verdorben. Hä? Wenn ich das nehme, ist es verdorben. Ich zerstöre das jetzt. Hä? Hä? Wenn ich das aufnehme, ist es verdorben. Hier steht überall noch roh. Ich lasse es, die anderen lasse ich jetzt lieber mal lieben. Anscheinend, wenn du es aufnimmst, dann ist es direkt verdorben. Da sind nochmal zwei Schnecken, die, glaube ich, bringen auch was, ne? Oh, alles, hier sind auch nochmal Schnecken. Ganz viele Schnecken hier. Na, endlich. Was denn? Hast du eins? Ja. Beinchen. Ich kann dich nicht aufnehmen, jetzt stand es gerade da. Ich kann auch gerade nicht schlafen gehen, weil ich halt sofort tot bin dann. Ja, ich komme schon wieder zurück. Ah ja, dann tue ich eine Schnecke schnell wieder runter. Dann kannst du dein Fleisch draufhauen. Oh, Fett, 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 Fett. Ich brauche Fett und Kohlenhydrate. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Essen. Essen. Oh nein, das ist gar nicht gut. Trinken. Also bei mir läuft gerade überhaupt nicht. Also so eine Lebensmittelvergiftung, dass du die haut dich richtig zurück, ne? Es ist so übel. Ich muss mich kurz hinlegen, es hilft nichts, sonst falle ich gleich in Ohnmacht. Du hast jetzt alles getrunken, gell? Nee, eigentlich nicht. Ah, da ist noch was. Wach jetzt wieder auf, weil mein Leben sonst weg ist. Ah, meine Lebensmittelvergiftung ist weg. Oh, herrlich, Gott sei Dank. Oh, das ist richtig, richtig wichtig. Komm schon. Schnecke, wird fertig. Oh, danke dir. Essen. Weißt du, wenn das so eine Schnecke ist, das bringt dir einfach keine Dingsbums hier. Ist nicht schlimm. Was ist doch nicht schlimm? Na. Geistige Gesundheit. Das finde ich ja genauso ekelhaft wie Skorpion und Maden. Da. Hau das nächste Fleisch drauf, oder wie viel Fleisch hattest du? Ja, warte, ich mach grad schon was anderes. Ah, liegt schon wieder. Leer, 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 leer. Oh, dürfte schon mal wieder regnen. Ey, was hast du da? Hast du eine Map? Nein, ich. Achso, das ist das Buch in der Hand. Ich bin gerade ein bisschen im Teufelskreislauf. Ich habe kein Leben, kann nicht rausgehen, weil ich keine Ausdauer habe. Aber schlafen kann ich auch nicht so richtig, weil ich dein Leben verliere. Oh, gerade ein bisschen Teufelskreislauf. Ach, da waren doch Bananen, oder? Irgendwo. Geh mal dahinter, guck mal, ob ich Bananen... Oh ja, das sind Bananen. Oh, das ist meine Rettung. Ich könnte jetzt sagen, weil ich habe da noch so ein... Palmherz. Oh, essen. Kann man essen. 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 Ich probier's mal. Kannst du gerne mal probieren. Hm. Nicht gut? Nö, es gibt bloß einen Parasiten. Oh. Hast du die Pilze, die orangen? Ja, ja. Hey, warum bin ich jetzt... Oh, lol. Kannst du mich schnell bitte wecken? Habe ich jetzt irgendwie nicht überrissen, dass jetzt schon wieder aus ist? Wie du da liegst. Habe ich jetzt nicht überrissen. Es war vielleicht, weil ich gelaufen bin. Okay, krass. Mein Fleisch mal fertig. Oh Mann. Ja, warte, ich habe gerade wieder ausgetauscht. Ach so. Warum nimmst du einfach mein Fleisch, verdammt? Ja, lass es doch liegen. Halt gleich da. Liegt doch da. Essen. Oh, das hat... Oh, jawoll. Oh, ja. Oh, das hat richtig was gebracht, Alter. 3/4 Protein ist voll. So, ich leg mich jetzt hin. Weil wie spät ist eigentlich? F. Es ist Mittag. Okay, ich leg mich einfach hin. Bitte leg du dich nicht schlafen, oder? Weil ich würde nur mich ein bisschen ausruhen. Und dann muss ich die Folge beenden. Jetzt sind wir schon bei 1:10.
Und nur ein bisschen ausruhen kurz. Spielzeit läuft nur beschleunigt, auch wenn alle Spieler schlafen. Ja, ist klar. Okay, passt. Dann? Bis mal, ist okay. Ja, denke ich auch. Aufwachen. So, und dann würde ich mich fürs Zuschauen bedanken. Hier bleibe ich schnell. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch gefällt Green Hell. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ist zwar irgendwie sehr schwer, aber ich bin mit der Überzeugung, dass wir noch viel entdecken werden hier und viel bauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.